Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 1 und dem Level Upstream. Whatever that is. I am gespannt. Ach nee, nicht das. Was, jetzt schon? Achso. Ach scheiße, ich bin so... Nein. Das machen wir nochmal neu. Aber ich war jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet, drei Masken zu haben. Äpfelchen? Also ich sag jetzt auch schon Äpfelchen. Das sieht einfach zu sehr nach Äpfeln aus, ne? Ist einfach so. Wow. Hudegada. Bleib hier! Ach. Das bringt mir wirklich überhaupt nichts, diese Scheißmaske. Das wird hier immer schlimmer. Aber ich nehme es mal mit, einfach nur, weil ich es kann. Aber im Grunde kann ich mir Zeit lassen. Wegen eben genau jenigem Blatt hier. Aber hier entspannter durchzugehen, ist ja auch besser. Weil hier bringt eine Maske relativ wenig. Ah, Killerfische. Also die Fische sind hier schon brandgefährlich. Oder blubgefährlich. Ach, nett, wieder sowas hier. Hey, schon den zweiten Tornerkopf. Oh. Ich stand fast in der Flugbahn eines Fisches. Ja, hier gibt es sehr gefährliche Flugfische. Och nee. Jeder andere freut sich und ich sage, oh nee. Geil. Habe ich die Maske hier weiterhin? Nee. Das wäre auch sehr seltsam gewesen. Okay. Oh. Och, ich bin so doof. Okay. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. 13% vom Gesamtspiel abgeschlossen. Ja, echt, ey. Ich weiß gar nicht, ob man 100% erreichen muss im Spiel, um es durchzukriegen. Ich glaube nicht mal. Wäre ja eigentlich sonst auch ziemlich unfair. Ach, ich bin so... Ich will ja wenigstens versuchen, alles zu kriegen, soweit ich kann. Ne? Soweit, wie ich halt spiele, bis es mir zu bunt wird. Nein! Ah, nein! Ich war so dicht vor dem Levelausgang. Immerhin gut zu wissen, dass das Level bald vorbei ist. Na, habe ich alles? Oh, schade. Nee, doch nicht. Drei Boxen.
Wozu gebe ich mir so viel Mühe? Aber okay, war ja auch wieder dieser Edelsteinweg, von daher. Ach, Papu Papu! Der erste Bossgegner. Wusste ich's doch. Mal schauen, ob ich den besiegen kann. I hope so. Sonst muss ich mal auf YouTube gucken, wie der nochmal zu besiegen war. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Hä? Hä? Aber ich hab doch... Ich hab doch... Ey! Das kann doch nicht angehen. Ich sollte Level selber nochmal speichern, damit man nicht jedes Mal die Katze sehen muss wahrscheinlich, aber... Was ist denn das? Hä, wie habe ich ihn denn vorhin verwunden können? Hä? Also ich lasse den Tod jetzt mal ganz kurz gelten, einfach nur um zu gucken, auch wie ich ihn dann besiegen kann. Kann ich ihn denn... Ach, ich habe eine Idee. Muss ich ihn dann vielleicht anspringen? Weil ich bin doch vorhin so komisch gesprungen. Ja, okay. Then I can understand it. Ich muss ihn anspringen. Okay. Muss man auch erstmal drauf kommen. Dich. Ja! Yeah, ich habe den ersten Boss platt gekriegt. Und ganz ohne nachgucken zu müssen, wie er funktioniert. Ich muss das nur erstmal herausfinden. Sehr schön. Rolling Stones. Damit ist bestimmt nicht die Band gemeint, deswegen. I'm afraid? Aber ich bin trotzdem gespannt. Ach, deswegen Rolling Stones. Ist hier hinten noch was? Nee. Hallo, Pflanze. Hier in der Ecke versteckt so ein Kopf. Ah! Es gibt auch noch solche Köpfe. Das wusste ich nicht mehr. Ich wäre fast in den Abgrund gelaufen oder gesprungen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wäre ich fast tot gewesen. Mausedoge. Okay. Oh je, das sieht ja auch wieder sehr vertrauenserweckend aus. Nein, nicht dein Ernstspiel. Oh. Das war so nicht geplant. Ich frage mich, ob ich die wirklich alle so durch Springen zerstören muss. Ich befürchte es fast, weil wenn die einfach so explodieren durch die TNT-Kisten, weiß ich nicht, ob das dann zählt quasi. Oh, nach jeder Kiste speichern. Ich habe so Schiss. Vor allem dieser Kopf, genau. Den hätte ich ja dann auch nicht gekriegt. Deswegen... Och Mensch, Kind.
Die in der Mitte wird am schwersten zu kriegen sein. Ich muss sonst einfach schnell sein vielleicht. Oder ich schaffe es vielleicht in der Mitte. Ich habe es echt geschafft. Ich glaub's nicht. Ich bin die Größte. Juhu. Irgendwie muss ich gerade an diesen Sandra-Song denken. Ich heiße Sandra. Wie ging das nochmal? Och Mann, ich will die Maske nicht verlieren. Ich heiße Sandra, ich bin die Geilste und alle anderen, die sind scheiße. Ich hab's drauf. Sandra! Das war ganz witzig. Okay, speichern nochmal. Ah! Oh. Es hat ja hier Tomb Raider-Style. Oh. Ja, so viel dazu. Sonst hätte ich jetzt drei Masken gehabt. Lass ich das Geld oder nicht? Oh, und der wird abstürzen. Ach, ich lasse es jetzt einfach mal so. Oh, der stürzt vor allem sofort, hat man gar keine Bedenkzeit. Torna! Alter Schwede nochmal, das ist ja echt nicht nice hier. Wobei es aber trotzdem Spaß macht, auf jeden Fall. Also es macht schon Laune. Och nein, ich hätte es nicht sagen dürfen. Oh, okay, soweit so gut. Speichern. Okay, okay. Okay, okay. Noch? Nein! nein. Ich brauche schon meine Treppe hier, um voranzukommen. Scheiße. Ah. Ich hätte vielleicht doch die Sprungtaste drücken sollen. Ja! 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 I made it! Wunderschön. Und nochmal? Ich sagte nochmal. Nochmal. Hallo. Kind? Würdest du bitte... Ach Mann! Ja, toll. Für das bisschen, ne? Hallo. 15% complete. Yay. Kann man da eigentlich auch zu weit springen und da abstürzen, wenn man da auf das Teil springen will für den Ausgang? Ich weiß es nicht. Anstrengend. Einfach nur anstrengend. Aber es macht extrem viel Spaß trotzdem. Wer hätte das gedacht? Ich hatte damals für Jump'n'Run-Spiele nicht so viel übrig, außer halt bei Spyro. Aber bei Spyro war wenigstens noch so auch Abenteuer halt dabei, ne? Deswegen... Hier ist mir zu wenig Abenteuer, sag ich mal. Und zu viel Jump'n'Run. Das war selten dämlich. Hier kann ich doch schließlich warten. Der stürzt ja nicht ab. Oh, ich habe noch eine andere Bonusrunde jetzt. Die von diesem bösen Wissenschaftler. Okay. Will ich die? Ich speichere mal. Und weiß, ich werde es bereuen. Oder auch nicht. Ich meine, ich kann mich ja sonst hier sterben lassen. Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen, bitteschön? Da, ich komme nicht hoch genug. Ich komme nicht hoch genug. Oder warte mal, kann es sein, dass ich von hier aus direkt da oben rankomme? Irgendwie nicht. Hä? Da, ich komme doch gar nicht dahin. Da, ich springe wie ein Weltmeister und ich kriege es nicht hin. Ah, es geht doch.
genau. Oh Mann, ich muss da kurz stehen bleiben quasi. Oder auch nicht. Ich kann direkt weiter, durchaus, doch. Ich glaub's nicht. I made it. I made it. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlimm war, aber ich lasse mich hier auf jeden Fall nicht total zerstören von irgendeiner Scheiße, deswegen... Ach, falsche Richtung. Ja, hi, du Idiot. Oh, der ist... der ist explodiert. Sorry, Kumpel. Also diese Bonusrunden mag ich echt gar nicht von ihm. Die erste war ja jetzt schon ein kleiner Albtraum für sich. Aber egal. Kann ich daran vorbei? Ist dahinter noch was? Ich kann vorbei, aber hier ist nichts mehr. Okay. Oder doch? Nein, warte. Halt. Hier. Achso, doch nicht. Das ist nur so Deko. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Yay. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich alles oder wird mir das jetzt sehr übel genommen? Es wird mir übel genommen. Okay. Oh, wie viele sogar. Okay. Shit happens. La 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 la. Hog Wild. Ach so, da muss ich auf einem Wildschwein rennen, reiten. Nicht rennen. So viel ich weiß. Das kann ein Spaß werden, Leute. Aber der Part ist auf jeden Fall jetzt lang genug. Der ist länger als die vorherigen. Deswegen werde ich ihn jetzt hier auf jeden Fall aber beenden. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder zu Hog Wild. Und ich bin gespannt, wie gut ich mich da anstellen werde. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Ciao!